Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zu Nummer 5 des Vlogs. Ja, worüber will ich reden? Hab's mir extra auf den Zettel geschrieben. Wuhu! Profi-YouTuber seit 10 Jahren. I feel this pain you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Ja, wie war die erste Woche nach meinem Urlaub? Schwierig. Schwierig. Gerade dieses frühe Aufstehen, was dann immer passiert. Man muss ja dann wieder früh aufstehen, wenn man in der Frühschicht ist und so. Und wenn man das so nach 3 Wochen der Langschläferei dann macht, dann ist das schon durchaus relativ schwierig. Ach ja, dieser Vlog wird übrigens mal mit dem Tablet aufgenommen. Hier Bildschirm, da ist Kamera, deswegen... Und ich gucke ja sowieso immer dann auf den Bildschirm. Deswegen, falls ich dann an euch vorbeigucke, seht es mir nach. Ich habe mich da immer noch nicht nach den ganzen Jahren dran gewöhnt. Obwohl, vloggen tue ich noch nicht allzu lange. Naja. Jedenfalls früh aufstehen, auch hier dieses lange Arbeiten und sowas. So im Urlaub habe ich mal ganz gerne so ein Mittagsschläfchen gehalten und alles. Und dann sich wieder dran gewöhnen, so wirklich die Uhrzeiten durcharbeiten und hat man nicht gesehen. Apropos, geht die Quali über das Tablet? Ich habe keine Ahnung. Sonst, ich habe mal ab und zu mit dem Handy, dann mit dem Camcorder. Jetzt wollte ich halt mal über Tablet ausprobieren, ob das auch gut funktioniert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bin noch ein bisschen am Rumprobieren. So, was ist der nächste Punkt? Ja, weshalb der Freitagsstream ausgefallen ist. Ist ganz einfach. Es war ein Magic the Gathering Pre-Release. Und das fing um 19 Uhr abends an und ging bis 11:30, 12 Uhr ungefähr. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Deswegen ist der Freitagsstream auch ausgefallen. Sorry dafür, aber ich habe es in der Community Post, habe ich ja gesetzt. Ins Community Post, yo. Es ist Sonntagmorgens. Ich bin gerade vor einer Stunde aufgestanden. Seht's mir nach. Gott, meine Augenringe. Oh Gott, jetzt sehe ich die ja noch besser. Ach du Scheiße. Und die müsst ihr öfters sehen. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Wie gesagt, Magic the Gathering. Ach ja, falls da Nachfragen sind, dass ich MTG, also Magic the Gathering, MTG, mal so Videos darüber mache, was weiß ich, wie meine Gruppenerfahrungen sind, weil ich war ja schon in einigen Spielgruppen, auch mit anderen Kartenspielsystemen, habe ja damals MLP gespielt, habe da bestimmt schon gesehen, wenn die Videos noch da sind, ich weiß es gar nicht. Auch wie Magic funktioniert und sowas, ich bin zwar jetzt kein absoluter Experte, aber ein bisschen Ahnung schreibe ich mir, was das angeht, schon. Zu. Also wie gesagt, wenn Interesse daran besteht, haut's einfach mal in die Kommentare. Ich weiß, der Tim möchte ganz gerne, hat es mir vorgeschlagen, ob man das nicht machen könnte. Er liefert mir immer die besten Ideen. Props gehen raus an ihn. Big Bang Gaming, lass die mal Liebe da. Ja, was ist noch alles passiert? Ja, vor dem Turnier, man musste sich testen lassen, entweder vor Ort oder halt in einem Testzentrum. Ich war in einem Testzentrum. Das erste Mal, dass ich mal wirklich in einem Testzentrum war, sonst habe ich auch nur mal diese Hausdinger da für die Arbeit und so. Oder auf der Arbeit, diese Selbsttests halt. Aber wirklich das erste Mal, dass ich im Testzentrum war, war relativ geschmeidig, muss ich sagen. Mitarbeiter sehr, sehr freundlich. Und vor allem, da es nur 100 Meter von meiner Haustür entfernt ist. War relativ gechillt, war... Ich habe es mir schlimmer vor, aber man ist ja immer so. Man stellt sich meistens immer schlimmer vor, als es letzten Endes ist. War ja auch, wo ich mich im Urlaub habe tätowieren lassen. Sieht man im Übrigen hier. So. So, da ging mir auch erst die Pumpe, bababam, und als er angefangen hat. Gut, da habe ich auch gemerkt, dass mein Kreislauf ein bisschen in den Keller ging. Konnte ich aber noch auffangen. Also ich bin da nicht umgekippt, wie es ja vielen passiert, von denen ich gehört habe. Ja, und wie halt wegen dem Pre-Release ist halt der Freitagsstream ausgefallen, weil ich kann schlecht irgendwo in 20, 30 Kilometern Entfernung sein und gleichzeitig zu Hause sein, um Days Gone zu streamen. Wo ich am nächsten Tag nachguckt, auf einmal waren ein paar Dutzend Abos weg. Ich so, Gott, was geht? Gut, ich denke jetzt mal nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, aber man kann es ja nicht wissen. Vielleicht ja nicht, vielleicht ja doch. Ich habe keine Ahnung, ich gucke in die Köpfe der Leute nicht rein. Um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht, das ist ekelhaft. Ja, dann war ich ja noch im Urlaub
bei der Sommerrodelbahn. Ich verlinke das Video mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ganz gerne mal angucken. Das war auch eine richtig geile Erfahrung, so wenn ich das mal Revue passieren lassen darf. So nach etwas über 30 Jahren mal wieder da gewesen. Ach, war eine schöne Erfahrung. Also für Familien mit Kindern oder auch generell für einen chilligen Familientagausflug oder auch für, weil da ist ja ein Märchenwald und sowas, also bockt schon. Aber wirklich nicht so dieses Nervenkitzelmäßig, sondern wirklich gechillt, einen Tag da genießen. Das macht schon, ja, ich greife mal hier nach unten, weil ich den Zettel lesen muss. Ich könnte mir ja auch irgendwo hier hinkleben, aber irgendwie war ich zu faul dafür. Ja, was ging ja noch ab? Ja, die Sache mit Winnetou und das alles, wo ich das absolut nicht verstanden habe. Was ist momentan los mit den Leuten? Warum muss alles und jedes Kladderadatsch verboten werden? Wegen irgendwelcher Gründe, die total hirnrissig sind. So, mit dem Lied Laila, Olivia, Rosi. Ich habe keine Ahnung. Momentan schießen solche Lieder ja auch aus dem Boden. Gut, das Lied Rosi, Skandal um Rosi, das ist schon ein bisschen älter. Da hat sich damals auch kein Arsch für interessiert. Wo ich das der einen Bürokraft bei uns erzählt habe, so, ja, hier, Laila, Verbot und sowas. Der hat auch gesagt, ja, das habe ich vor einer Woche noch auf Malle mitgegrüllt. Ich habe gerade gedacht, da an der Wand sitzt eine dicke Spinne, aber war nicht so, war nur so ein irgendwie Schattengewusel. Also woher kommt momentan dieser Trend, dass man alles verbieten will aus sexistisch-rassistischen Gründen? Ich habe keinerlei Ahnung. Vor allem, die sehen da teilweise Gründe drin, die wir, wenn wir nicht darauf hingewiesen worden wären, wir hätten es nicht gemerkt. Oder Gott, Winnetou ist doch auch schon so asbach uralt. Wieso muss man die ganzen Sachen jetzt erst hervorkramen? Demnächst kommen so an Dokumentationen über einen diversen Abschnitt der Zeitgeschichte gehört auch verboten, weil ist ja, ich verstehe es absolut von bis gar nicht, aber naja, muss man selber wissen. Ich kann es nicht nachvollziehen, also klärt ihr mich mal auf in den Kommentaren. Dann könnte ich auch mal wieder ein Kommentarvideo machen, wo ich auf Kommentare reacte. Von daher schreibt es mal unten rein, auch Fragen, alles unten rein, alles in die Kommentare mit. Und, ach ja, den Like-Button könnt ihr übrigens auch hauen. Entweder jetzt oder ihr habt schon oder am Ende, je nachdem wie ihr lustig seid. Ich werde nicht in den ersten 3 Sekunden zu euch sagen, bitte auf den Like-Button kloppen, wenn man das Video noch nicht gesehen hat. Finde ich sowieso schwachsinnig, aber naja. So, was passiert jetzt in naher Zukunft? Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Vergangenheit kurz und knapp abgefrühstückt. Wie gesagt, auf Wunsch kann ich auch auf manche Themen halt ein bisschen mehr eingehen. Gut, über das Kartenspiel und generell Kartenspiele könnte ich eine ganze Videoserie machen. Wenn ihr daran Interesse habt und wenn nicht, mach ich's trotzdem. Nur, ob ihr Interesse hättet, würde ich jetzt halt schon ganz gerne wissen. Dann weiß ich auch, worauf ich mich einlasse. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, bin kein Experte, aber ja, ich gucke wirklich immer auf den Zettel. So, dann jetzt ein bisschen die Sachen für den Zukunfts-Heini, der hier vorm Tablet steht und wahrscheinlich auf euren Empfangsbolzen gerade ihr euch wahrscheinlich beömmelt wegen irgendwelchen Gründen oder ihr denkt, boah, was sabbelt der Typ für eine Scheiße? Habt ihr ja gar nicht mal so unrecht. Ja, in der nächsten Woche ist ja sonntags der Flohmarkt. Falls ihr Lust und Zeit habt und ihr kommt hier aus Bünde oder Umgebung oder habt nicht einen ganz so weiten Weg, könnt ihr mal vorbeikommen, könnt mal ein bisschen schnacken oder sowas. Wenn ihr Bock habt. Einmal habe ich ja jemanden schon auf dem Flohmarkt getroffen. Das war auch schon ganz, ganz lange her. In der Zeit ist sehr, sehr viel passiert, möchte ich mal so sagen. Aber Mann, das, da gab es auf jeden Fall noch nicht mal die PS4. Da war die Welt noch in Ordnung, da gab es noch nicht diese ganzen Probleme, die wir jetzt hatten mit Cancel Culture oder das, was da gerade östlich von uns abgeht oder das große C. Also die Biersorte, die momentan uns allen das Leben schwer macht, obwohl die meisten Länder ja eh schon die ganzen Auflagen abgeschafft haben, nur wir hier irgendwie dran festhalten. Also ich werde zu dem Thema auch nichts sagen, weil nein, da ist mir meine Zeit zu schade für. Klar, wenn natürlich ein Kommentar da ist,
wer dazu meine Meinung hören möchte, klar, kann ich sie gerne äußern. Nur sonst würde ich da ungern was zu sagen. Verständlicherweise, weil da kann man sich eigentlich nur drüber aufregen. Ja, so, Flohmarkt ist abgehakt. Ja, dann ist ja 2 Wochen später ist hier in Bünde der große Zwiebelmarkt, also Name Zwiebelmarkt. Also das Volksfest hier in Bünde, das größte Volksfest auch. Na gut, Bünde ist eine Kleinstadt, also. Also ich weiß, dass der NRW-Rider auf jeden Fall größtwahrscheinlich zu 95% auch wieder da sein wird. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen, mal gemeinsam etwas hier zu fabrizieren. Falls er gerade zusieht, schreibt mich mal über Insta an. Das wäre mal nicht verkehrt. Gut, kann sein, dass dann der Freitagsstream auch ausfällt in 2 Wochen, weil freitags ist meistens das Feuerwerk und das würde ich schon ganz gerne miterleben, weil auch wieder dieser Hauch von Normalität dann, der Hauch von Normalität, der auch beim Pre-Release herrschte, mal wieder schön zusammensitzen, quatschen und sowas. Ja, deswegen mussten ja auch alle irgendwie einen Test vorweisen. Verständlicherweise, weil wenn da ja 24 Leute sind, wurde ja limitiert. Auf Flohmarkt wurden die Karten auch limitiert. Ich glaube, das waren, lasst mich lügen, 500 Karten, hier die komplette Innenstadt, 500 Stände. Also 500 mal diese 3 Meter mal 1 Meter, wenn natürlich einer 2 Tische, muss natürlich 2 Karten. Also wurde, glaube ich, auf 300, ich meine 300 hätte ich gelesen, wurden sie limitiert, sind noch etliche Karten übrig. Ja gut, weil viele halt immer noch Panik vor, ihr wisst schon, was haben. Der letzte Punkt, den ich aufschreibe, ist die Nachfrage zu MTG-Videos. Ja, das habe ich auch schon abgefrühstückt auf gut Deutsch. Wie gesagt, falls da Interesse besteht, wie das Spiel gespielt wird, weil Magic the Gathering ist einzig der längsten Kartenspiele, also Trading Cards, die es gibt. Gibt es ja jetzt auch schon 30 Jahre. Das Pre-Release war übrigens Dominarias Bund. Ich habe hier noch das Pre-Release-Pack. Habe es nur hier an der Seite wieder zugeklebt, dass das halt nicht so... Was soll ich dazu sagen? Können wir ja mal, wie gesagt, Einzelvideos drüber machen, wenn Interesse besteht und wenn nicht, dann mache ich es trotzdem. Weil da habe ich ja große Narrenfreiheit, nur würde mich halt interessieren, ob ihr euch dafür überhaupt interessiert. Könnt natürlich auch Fragen zu dem Thema alles hier in die Kommentare, in die Kommentarsektion. Ich möchte einmal erleben, dass die Kommentarsektion mal richtig gut gefüllt ist. Und nicht wie in einem Beziehungsvideo, was ich mal gemacht habe, da ging ja richtig die Post ab in den Kommentaren. Gut, ich weiß, derjenige, der rumgestänkert hat, ich kenne den. So, das soll es jetzt auch von meiner Seite her gewesen sein. Wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Bleibt sachlich, benehmt euch bitte, weil wenn ich eine Beleidigung sehe, dann weg. Ich weiß gar nicht, warum ich das erwähne. Weil für gewöhnlich die Kommentare, die ich bekomme, wenn ich mal Kommentare bekomme, sind menschlich geschrieben, nicht. Ich weiß wirklich gerade. Es sind gute Kommentare, weil sie sind nicht beleidigend und ja, ihr wisst doch, was ich meine. Warum muss ich das eigentlich erklären? Don't know. Nun gut. Und dann verabschiede ich mich. Da ich jetzt nicht über einen Camcorder mache, kann ich schlecht mit dem Schnippen und dann Klick, Linse geschlossen. Kann ich sehen. Wie gesagt, ich wollte es mal übers Tablet ausprobieren. Wenn es gut ist, ist gut. Da habe ich auch die Möglichkeit, noch ein Headset anzuschließen. Dass die Audio beim nächsten Mal vielleicht noch besser ist, dann stehe ich halt mit dem JBL-Headset. Ist ja auch egal, Hauptsache, dann ist der Sound besser. Wie gesagt, ich probiere mich momentan so ein bisschen aus. Da ich ja jetzt mehr oder weniger regelmäßig auch sonntags 18 Uhr immer Videos bringe, kommt ja dieses auch. Wie gesagt, Sommerrodelbahn-Video ist in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergessen sollte. So, und da mein Magen auf 7:30 ging, mache ich mir jetzt erstmal Frühstück. Ja, das wäre eine gute Idee. Und einen Kaffee. Aber ich hatte schon einen. Ich brauche einen zweiten Kaffee. Ich bin kaffeesüchtig. Ich kann nichts dafür. Kaffee. Dann haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Restsonntag oder Montag bis Samstag hier einfügen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns auf dem Zwiebelmarkt oder auf dem Flohmarkt oder ihr kommt mal spontan in die Streams von mir rein, freitags und samstags meistens. Ansonsten steht es in meinem Community-Post, falls irgendwann was ausfällt, weil das bin ich euch schuldig. Ne? Sonst sitzt ihr nachher vom Rechner und dann, warum kommt der Arsch nicht online? Ne, dann bin ich ja im Endeffekt der Arsch.
muss man ja auch mal so rumsehen. Ich muss was gegen meine Augenringe machen, das geht ja mal gar nicht. Kennt einer von euch gut, wie man Augenringe wegkriegt? Meinetwegen auch Beauty-Produkte, schreibt sie rein, ich probiere sie aus, vielleicht mache ich hier sogar da. Oh Gott. Ich glaube, die Steffi hat damals mal gesagt, ey, wenn du ein Beauty-Kanal wirst, dann zahle ich dir so und so viel im Monat. Ich bin am Überleben. Naja, ich sabbel schon wieder viel zu viel Bullshit. Dann haut da rein, ich wünsche euch was, bleibt gesund und ich bin raus. Tschüss.